ich mag enthusiastisch positive Menschen. Mhm. Es ist so schön, weil wenn man da so mitgerissen wird in die gute Laune, ja. Weißt du? Und das sind die strahlenden Sterne unserer Zeiten. Weißt du, da gibt es so einen eindringlichen Vogel. Du hast jetzt nicht mitgemeint, gell? Nee, aber ich hab quasi das Supergehör. Weißt du warum? Weil ich habe ja die Kopfhörer auf, um zu kontrollieren, was hier aufgenommen wird. Und durch das Mikro ist das für mich immer so ein Wow. Ach, und da ging dein Fokus gerade hin. Ja, das war so krass, weil ich habe mir gerade überlegt, hey, wäre doch cool, wenn man das irgendwie so, was du sagst, so musikalisch untermalen, aber brauchen wir gar nicht. Ist schon. Wir sind ja jetzt wieder in unserem Wald. Yes. Wir sind ein bisschen früher zurückgekehrt aus dem Urlaub. Ja. Wobei, wir machen ja Urlaub am See gerade. Genau. Wir haben eine 10 Stunden Autofahrt hinter uns. Das war recht mühsam. Und die anderen aber hat es total super gemacht. Wir haben 4-mal angehalten unterwegs. Öfter. Einmal bei IKEA. Einmal im Shoppingcenter. Die Frauen waren überglücklich. Fadi hatte Rücken. Fadi hatte Rücken. Stimmt. Und das Auto war knallevoll. Knallevoll, stimmt. Und wir haben festgestellt gerade, dass Bäume, wo wir gerade durch den Wald gehen, einander die Hände reichen und wie ein Dach oder ein, ja, wie so ein Höhlendach sich über uns legen. Ja, genau. Und wir haben festgestellt, dass die Vegetation noch gar nicht so weit ist hier wie in Österreich. In der Wachau. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. In der Wachau. Und es ist 7:30 morgens. Ja, weil wir haben dich geweckt. Ja. Diana und ich. Obwohl wir da eh schon eine Stunde wach waren. Ja, du hast dich gerade einmal umgedreht. Die Chance habe ich genutzt und gesagt, gehen wir los. So, und jetzt hatten wir gleich beim Rausgehen das Thema, worum es heute geht, Entscheidungen treffen. Genau, das haben wir uns vorgenommen, stimmt's? Ja. Weil wir ja, das ist jetzt ein ganz interessanter Satz, sind wir noch am Überlegen oder haben wir uns schon entschieden für einen Hund? Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Wir haben es einfach gemacht und überlegen jetzt. Also dieses innere tiefe Nachdenken, Entscheidungsjahr ist noch im Prozess. Aber dieses Herzensjahr ist schon fixiert. Das haben wir schon erledigt. Ja, das sind zwei interessante Unterscheidungen, die man macht. Weil das eine ist ja die Entscheidung zu Bauchgefühl und das andere ist ja dann die Ratio. Ja. Bauchgefühl haben wir ja schon einen Haken dran, ja? Also haben wir uns für einen Hund entschieden. Aber irgendwie beschleicht. Für was haben wir uns entschieden? Für einen Hund? Für einen Hund. Ursüßen kleinen Welpen. Stimmt's? Genau. Wie heißt der? Golden Retriever Mix? Nee, ja. Mama ist Golden Retriever und Papa ist ein slowenischer weißer Hirtenhund. Warum? Weil wir, also die haben das jetzt nicht gezüchtet wegen uns, aber wir haben uns einfach vorgestellt, wir waren im Bollern zum Urlaub letztes Jahr. Im Jungbrunn. Hotel Jungbrunn können wir beides empfehlen. Also wer wirklich tollen Wellnessurlaub machen möchte, entweder Hotel Jungbrunn in Tirol oder Bollands bei Frankfurt. Wir wären so ein Reiseführer, merkst du schon? Genau, also es sind keine Sponsoren dieses Formates. Aber es ist Hammer. Auf jeden Fall. Ja, okay, total schön. Paare. Riesen Saunalandschaft und was auch immer man an Spa und solchen Themen haben möchte, sehr zu empfehlen. Und wir sitzen bei einer Tasse heißer Schokolade damals. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Es war Winter. Es war Winter.
der Schnee ist gefallen. Es hat geglitzert im Mondenschein. So, und okay, dann kam eine junge Dame rein, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mit einem jungen Hund. Und das war genau so ein weißer, Schlohweiß, ja. Weißer Retriever. Das war auch keine reine Rasse, glaube ich nicht. Irgendwas war da anders. Und der war ja so süß und so, müsst ihr euch vorstellen, ein weißes Gesicht mit drei Punkten, also zwei Augen, eine Nase, drei schwarzen Punkten. Und dann hast du die angesprochen und hat gleich gefragt, wie sieht's aus hier mit Tüchtet ihr oder wo kommst du her, Hund? Wir haben uns gleich verliebt. Das war der Moment der Entscheidung im Grunde. Noch nicht wirklich. Naja, intern schon. Für die Rasse ja. So ganz innerlich. So, und dann, wie ging denn das eigentlich los mit, ja, wir wollen auch einen Hund? Wer war denn da eigentlich der Initiator? Ich glaub, nicht. Johanna. Und du? Ich nicht. Nee, die Johanna. Die Johanna hat bettelt schon ewig. Und wir haben gesagt, erst wenn die Anna 2, 3 ist oder so. Okay. Und dann erfolgte wildes Recherchieren im Wohnzimmer. Drei Leute mit ihren Smartphones. Und das war eigentlich in einer halben Stunde dann erledigt. Sehr rasch. Man hat zwei, eine Züchterin, also sehr professionell, also wirklich. Ja, professionell, mit der hatten wir auch telefoniert. Genau. Und die wusste ja alles. Das hat uns aber so ein bisschen abgeschreckt, ne? Es war uns nicht so, dass wir gesagt haben, ja, so aus ganzem Herzen. Und dann haben wir so einen Hobbyzüchter. Naja, eigentlich ist es ein Unfall. Ach so? Ja, der züchtet ja nicht. Stimmt, es stimmt, du hast recht. Aber der hat das irgendwie netter gemacht, ne? Also es war irgendwie persönlich, also es gab dann diesen Auswahlprozess. Er hat uns eine WhatsApp geschickt mit verschiedenen Videos, ich glaube es waren 4 Rüden, ne? Und dann ging es nur so, Video 1, das ist Welpe Braun. Also die haben so Farbhalsbänder, damit man sie unterscheiden kann. Das ist Welpe Gelb. Das ist Welpe Grün. Und sein Sohn hielt ihn die ganze Zeit auf dem Arm und man konnte sich anschauen, so wie man es eigentlich gar nicht macht. Man sucht auf diese Weise überhaupt keinen Hund aus, aber die Entfernung muss natürlich irgendwie überwunden werden und wir hatten keine Zeit, irgendwie ins Auto zu springen. Also wollten wir einfach vorab wissen, wie sieht der kleine Kerl aus und haben dann natürlich gefragt, ob das ein ruhiges Temperament ist oder so ein lebhaftes etwas. Und was uns gefallen hat, war das, oder es war für mich der ausschlaggebende Punkt, er hat gesagt, er hat 3 Kinder und sein jüngster Sohn hat eine schwere Behinderung und er hat sich diesen Hund geholt, als Therapiehund ausgebildet. Und da hat er sich dann so in diese Rasse verliebt, dass er sich einen zweiten geholt hat. Und da gab es dann, wie gesagt, den Unfall mit den 8 Welpen. Genau. So, und so haben wir jetzt entschieden. Wir haben uns natürlich sofort in dieses Welpe-Braun-Video verliebt. Und haben die Entscheidung getroffen, ziemlich schnell, ohne lang nachzudenken, ja, wir nehmen ihn. Und warum sprechen wir da jetzt heute drüber? Weil wir feststellen, dass es unfassbar viele Konsequenzen hat, das Ganze. Also so ja, richtig viele. Ja, wenn wir das mal übertragen, hat jede Entscheidung, die wir treffen, zur Folge, dass sich der Weg, der vor uns liegt, verändert. In jedweder Hinsicht. Also wenn ich mir die Zähne jetzt mit der linken Hand putze, ist die Veränderung marginal, aber sie findet tatsächlich statt. Ich trainiere nämlich damit die andere Gehirnhälfte, die sonst fürs Zähneputzen nicht so zuständig ist. Aber das finde ich eigentlich so das Spannende an der Geschichte, dass unser Leben wird sich total verändern mit Hund. Aber, also A, finde ich den Weg sehr spannend, der dahin führte, ne? Der uns ja immer noch beschäftigt. Und B, finde ich es einfach auch, wenn man das mal so als Schablone über andere Lebensentscheidungen oder auch berufliche Entscheidungen legt, finde ich es immer wichtig, sich entschieden zu haben. Ja. Auch dagegen. Ja, also gibt es ja diesen schönen Satz, mit deiner Entscheidung
muss in Stein gemeißelt sein und nicht nur in Sand geschrieben. Denn in Sand geschrieben gibt es immer eine Hintertür. Und wenn wir eine Entscheidung treffen mit einer Hintertür, dann haben wir uns nicht ganz committed, dann haben wir nicht ganz Ja gesagt, dann haben wir irgendwo noch einen Ausweg. Und das gilt ja für einen Hund, das gilt für einen Arbeitsplatz, das gilt für einen Partner. Also wenn ich in meinem Kopf noch das Gefühl habe, mal testen, wir schauen mal, ob es was ist. Ja, dann habe ich diese Hintertür und dann kann ich mich nie voll und ganz darauf einlassen und vor allen Dingen, ich durchstehe keine schwierigen Zeiten. Weil die Hintertür lädt mich ja immer zum Gehen ein, zum diesen Raum verlassen. Und wenn ich diese Option habe, dann wird die Grenze dorthin immer schmäler. Ich werde mich gedanklich oder innerlich immer näher der Tür annähern, wenn es mal Schwierigkeiten im Job gibt, wenn es einen schwierigen Kunden gibt, wenn es ein Problem mit dem Partner gibt, wenn es Stress mit dem Hund gibt, weil er mitten auf den neuen Teppich macht oder was auch immer. Also ich werde dann mich gedanklich entfernen und eine Trennung wird passieren. Mhm. Zuerst innerlich und dann auch im Außen. Und das ist das Gefährliche, wenn man Entscheidungen halbherzig, sagt man so im Volksmund, trifft. Ja. Da kommt ja wieder dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? Wenn ich die Tür im Rücken habe, also die Rückzugstür, die Option, die ich mir offen halte, dann, wie du sagst, werde ich natürlich von dieser Tür nicht diesen, also weggehen und nicht diesen neuen Weg gehen, sondern ich werde immer so zaghaft dieses Wenn-Dann-Spiel spielen. Ne? Ja. Wenn das eintrifft, dann gehe ich den nächsten Schritt, dann gehe ich in die Richtung. Genau. Ja. Ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man mal so über berufliche Themen nachdenkt. Ja? Also wenn ich sage, ich bin zum Beispiel im Angestelltenverhältnis und sage, das ist meine sichere Bank, ja? Das ist ja immer noch ein Glaube, den viele haben, und ich mache mir jetzt so als Sidepreneur, ja, also nebenher noch ein Business auf, dann werde ich schnell an die Grenzen kommen. Ja, dann werde ich irgendwann verstehen, dass ich mich da nicht aufreiben kann. Ich habe keine Zeit mehr für die Familie, weil ich natürlich auf einmal zwei Ziele verfolge. Ne? Auf der einen Seite sage, ich will Sicherheit mit meinem Arbeitgeber haben und auf der anderen Seite, ich will mir was aufbauen und investiere da auch viel Zeit, damit dann irgendwann mal was entsteht. Ja? Aber ich committe mich nicht. Ich mache die Tür nicht zu und sage, okay, ich habe alle Vorbereitungen getroffen und jetzt mache ich die Tür hinter mir zu und gehe diesen neuen Weg. Na, ich glaube, es bräuchte ein innerliches, klares, wann gehe ich? Also was muss passieren, damit ich gehen kann? Dann komme ich auch auf meine Regeln drauf, die hinter dieser Sicherheit stehen. Ja, also und das ist sehr paradox, wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt, am Abend sich hinsetzt oder ein Achterl Wein dazu trinkt und mal aufschreibt, was müsste passieren, dass ich mich von meinem festen Angestelltenjob lösen kann, beispielsweise. Oder dass ich mich auf eine Ehe einlassen kann, dass ich Ja sagen kann zu einem Hund, ja, dass ich ja, diese Entscheidung treffen kann. Und dann schreibst du einfach los, ohne nachdenken. Und das können ruhig 1, 2, 3, 4 Blätter sein, weil du wirst merken, dein Unterbewusstsein, deshalb auch am Abend das Ganze machen, wenn du müde bist, dann ist dein Verstand auch lahmgelegt sozusagen und dann spricht dein Unterbewusstsein. Und dann wirst du merken, dass du völlig absurde, paradoxe Glaubenssätze hinter diesem Wenn-Dann hast, die oft gar nicht rational sind. Aber solange wir sie nicht aufschreiben, sie uns bewusst machen, steuern sie sämtliche Entscheidungen, die wir treffen. Meistens aus irgendeinem unreflektierten Glaubenssatz, aus irgendwelchen Regelsystemen, Dogmen, die gar nicht uns entsprechen, lehnt man kategorisch etwas ab. Oder, weiß ich nicht, wenn man als Kind mal ein unangenehmes Erlebnis mit einem Hund hatte, lehnt man ein Leben lang einen Hund ab und hinterfragt gar nicht diese Ablehnung, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Entscheidungsfindungsprozess. Und danach kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, welche Regeln machen wirklich Sinn und welche überhaupt nicht? Welche kann ich einfach gedanklich auch begraben, beerdigen? Also ich finde,
Das ist total wichtig. Auch wenn es um Entscheidungen geht, möchte ich mit diesem Menschen noch Kontakt oder nicht, sei es jetzt privat oder beruflich, dass man... Oh, das ist jetzt ein spannendes Duell da oben. Podcast-Community. Ja. Yeah. Dass man sich hinsetzt und sagt und sich vorstellt, was könnte ich jetzt tatsächlich begraben, beerdigen? Von was kann ich mich verabschieden in meinem Leben? Weil eine Entscheidung, die ich voll und ganz treffe und wirklich ein Commitment abgebe, und das können die wenigsten in der heutigen Zeit, ist ein hundertprozentiges, wobei es 100% ja auch ist oft viel erwartet. Ich sage immer, wenn wir wenigstens in der Lage wären, ein 10%iges Commitment in vielen Dingen zu geben, dann wird das schon langen. Weil die meisten sind ja im 0,0-Bereich, wenn man zu etwas Ja sagt, und springen sehr schnell ab. Aber wenn ich mich wirklich für etwas entscheide, habe ich mich auch gegen etwas entschieden. Und diesen Abschiedsprozess sollte man bewusst machen. Ja. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommt es ja... Interessanterweise auch ein bisschen darauf an, was fördert denn eine Entscheidung? Schau mal, wir beide hatten jetzt schon mal einen Hund. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ja. Wir wissen auch, was zu tun ist, wenn du so einen Welpen hast. Du willst den Stuben reinkriegen, ja, der muss erzogen werden. Wir wissen, welche Commitments in der Familie dafür braucht. Ja. Die Konsequenzen sind uns bewusst. Genau, ja. Jetzt gibt es aber auch Entscheidungen im Leben, die sind jetzt nicht so einfach. Wie jetzt für uns die Entscheidung für oder gegen einen Hund. Ja, also ich glaube, da liegt die Herausforderung, dass dieses Risiko auch mal einzugehen, ja, also es schon zu minimieren oder zu schauen, wie kann ich ein Risiko minimieren, aber dennoch mutig genug zu sein, um zu sagen, ich gehe diesen Weg, vielleicht auf eine andere Weise als dieses... Ich gehe das jetzt um jeden Preis und mit allen Konsequenzen. Also schon auch intelligent, will ich damit sagen. Bedachtsam in verschiedenen Stufen vielleicht, sich einem Ergebnis zu nähern oder einem Ziel zu nähern, was man hat. Aber wichtig ist, überhaupt diesen Mut aufzubringen. Weil das ist das, was zum Beispiel... jetzt in meiner Beratung auch für Unternehmer, Unternehmerinnen immer wieder ein Thema ist dieses, naja, im Moment geht das nicht. Ja, aus welchen Gründen auch immer, ist ja völlig egal. Also allein dieser Glaubenssatz begräbt jede Form der Kreativität, darüber nachzudenken. Vielleicht geht es nicht auf die Weise, die wir jetzt so kennen. Ja? Vielleicht geht es auf eine andere Weise. Ja? Und wenn ich aber sage, bei mir geht das nicht aus finanziellen Gründen oder aus zeitlichen Gründen oder weil ich jetzt Mama oder Papa bin und alleinerziehend bin oder, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe dann irgendwie ich blockiere wie so einen Korken, den ich auf die Flasche, wo diese Kreativität drin ist, dass ich den Korken ganz fest da drauf mache und ich beraube mich selbst eigentlich der Optionen, die ich vielleicht hätte, auf die ich kommen würde, wenn ich anders an diese Sache rangehen würde. Na, lass uns das mal ein bisschen mit Abstand betrachten, weil diese Stimmen hat ja jeder in uns. Und ich gehe mal davon aus, dass unsere Mindshift-Zuhörer und Zuhörerinnen, Hinhörer, schon einen großen Mut in sich tragen. Sonst würden sie ja nicht Mindshift hören. Weil da ist ja immer ein Aufruf dahinter, etwas aus einer anderen Perspektive zu betrachten und anders zu handeln, als man es gewohnt ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder von uns ausnahmslos, ja, wenn wir einen Mutmesser in uns haben, auf einer Skala von 0 bis 10, kann sich ja jeder einsortieren und da wird man feststellen, man hat zum Beispiel unterschiedliche Mutskalierungen in Bezug auf Beruf, in Bezug auf Partnerschaft, auf eine Entscheidung wie einen Hund, einen Garten, ein Haus, was auch immer. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo wir unterschiedlich mutig sind. Warum? Weil eines dahinter steht Selbstvertrauen. Und je mehr Selbstvertrauen ich in einer Sache habe, desto klarer kann ich entscheiden. Und Selbstvertrauen baut sich ja auch aus Erfahrungen, die ich gemacht habe. Du hast es vorher gesagt, wir hatten beide schon einen Hund. Das heißt, wir haben ein hohes Selbstvertrauen in Bezug auf Hunde, weil wir die Erfahrung gemacht haben und die Konsequenzen und Auswirkungen kennen.
Und deshalb können wir da auch leichter mutig sein. Ja, oder? Das ist sehr cool, weil die Entscheidung hat ja immer mit uns selbst zu tun. Also wenn wir die Entscheidung treffen und sagen, wenn der oder die das und das macht, dann... Wenn dann sind wir abhängig. So, aber wenn du sagst, wir vertrauen uns selbst, sehr, sehr cool, dann bin ich ja ganz bei mir und dann treffe ich die Entscheidung und nicht jemand anders. Und ich mache diese Entscheidung auch von mir selbst abhängig und nicht von jemand anderem. Genau. Und je mehr Selbstvertrauen ich habe, desto weniger relevant ist die Meinung Dritter. Außer natürlich, man ist in einem Familienverbund, da ist es klar, dass man gemeinsam als Paar oder Familie, als Rudel quasi oder Team im Unternehmen die Entscheidung trifft und dann auch alle dahinter stehen, weil dann fällt auch der Fingerzeig Schuld, Anklage weg, sondern man kann sagen, wir als Team haben diese Entscheidung getroffen, was auch wieder ganz andere Konsequenzen hat. Da sagst du was ganz Wichtiges, denn eine Entscheidung, die ich treffe, tangieren, ist ja nicht, ich bin irgendwo vielleicht so ganz für mich alleine, ja, tangieren ja immer andere auch. Ja. Und oftmals ist es ja so dieses, ich würde mich gern dafür entscheiden, aber da spielt die Familie vielleicht nicht mit. Oder ich würde mich gern für ein Projekt entscheiden. Ich würde gern in meinem Unternehmen zum Beispiel einen Podcast machen, ja, oder ich würde gern mich entscheiden für die Mindshift Masterclass zum Beispiel, ja. Aber da gibt es dann irgendwie noch einen Chef oder ein Gremium, was überzeugt werden möchte oder ein Partner. Ja. So, und dann habe ich aber das, oder dann stehe ich vor dieser Herausforderung, die Leute abzuholen und mitzunehmen auf die Reise. Ja, bei uns war es ja so mit dem Hund, dass wir gesagt haben, nur wenn alle dafür sind, dann entscheiden wir uns auch. Und dann, also einfach um auch wieder, ich versuche immer dieses Wieder reinzubringen, wie macht man das? Indem man einfach versucht, nach und nach in Einzelgesprächen herauszufinden, warum sagt der eine vielleicht nicht sofort ja, hat vielleicht Zweifel, ja, dass man sich mit den Personen oder auch Schlüsselpersonen im Unternehmen direkt und persönlich auseinandersetzt und sagt, was hältst du davon, ja, was sind deine Bedenken vielleicht auch, sodass man daraus Befürworter macht. Das ist der größte Hebel, um Projekte zu initiieren. Ja. Und das ist unfassbar anstrengend. Ja. Gerade wenn zum Beispiel Unternehmen größer sind oder die ganze Verantwortung und Entscheidungsstruktur in einem Unternehmen, gerade Konzerne zum Beispiel, schwierig ist, sich dann Leute zu suchen und zu sagen, ich will das unbedingt umsetzen. Ja? Ich übernehme die Verantwortung für dieses Projekt, aber ich brauche Befürworter. Ich brauche Leute, die meine Entscheidung nachvollziehen können und die mir helfen, das Projekt zu realisieren, indem sie die Entscheidung mittragen. Nicht die Verantwortung übernehmen, aber die Entscheidung mittragen. Und zum Beispiel auch sagen, okay, es kann auch schief gehen. Ja? Aber ich aus meiner Perspektive befürworte das. Und dann versammle ich so hinter mir und meiner Entscheidung einfach auch ein Team von Leuten, die Einfluss nehmen können im Unternehmen. Zum Beispiel im Vorstand oder auf Geschäftsführungsebene oder auch bei der Mitarbeiterschaft. Und da suche ich mir auch ganz bewusst die Leute raus, die eben nicht so sofort pro sind. Ja? Die vielleicht am Anfang immer sehr skeptisch sind. Ja? Oder Bedenkenträger sind. Gar nicht negativ gemeint, ja? Sondern eher so Berufspessimisten, ja? Die eher vorsichtig sind. Ja? So, und wenn ich die schaffe zu überzeugen von der Idee, die ich habe, um meine Entscheidung einfach zu stabilisieren. Treffen muss ich sie alleine, aber ich kann sie stabilisieren, ja? Oder ihr so einen gewissen Halt geben durch einen Personenkreis. Dann funktioniert das auch und dann ist zum Beispiel auch so eine Entscheidung für einen Hund, wenn die Familie dahinter steht, eine gute Entscheidung. Ja, ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Also ich habe in meinen Sturm- und Drangzeiten oftmals den Fehler gemacht, dass ich Entscheidungen für mich ganz schnell getroffen habe, ohne den anderen mitzunehmen, ohne das Team, sei es jetzt beruflich oder auch privat, familiär, partnerschaftlich mitzunehmen. Und diese Fehler werde ich nicht mehr machen, weil die Konsequenzen waren schon echt schmerzhaft.
Du hast nämlich dann irgendwann einen Punkt, wo du tatsächlich alleine dastehst. Manchmal ist es ganz wichtig, das auch diesen Weg zu gehen, aber langfristig geht dir wie beim Marathon irgendwann die Luft aus, wenn du rechts und links niemanden hast, der dich anfeuert, der klatscht, der Wasser reicht, der sagt, hey komm, das schaffst du. Weil irgendwann kommt, also es gibt einfach Entscheidungen, die sind wie ein Marathon. Es ist kein Sprintlauf, kein 100-Meter-Lauf, sondern da brauchst du Ausdauer, da brauchst du Fokus, da brauchst du dieses Anfeuern und da brauchst du dieses Wir haben gemeinsam Ja gesagt. Selbst wenn du im Lead bist, brauchst du dieses Team und es ist extrem wichtig, dass wir das auch intern haben, weil wir werden immer Zweifel und Bedenkenträger auch in uns haben. Ja. Die Stimmen, die du vorher geäußert hast, die kommen manchmal im Außen, dass ein anderer sagt, na warum machst du das und das ist ja ein Blödsinn, aber die haben wir ja in uns auch. Ja. Das ist eine Realität und das können wir uns vorstellen wie so kleine Gefangene in Zellen, die uns rein und flüstern, das ist ein Blödsinn, das wirst du nie schaffen und warum entscheidest du dich für sowas? Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Zellengenossen die Tür aufmachen, sie an die frische Luft mal lassen und ihnen zeigen, schau mal, wenn wir diesen Weg gehen, wartet das auf dich. Das sind die Pluspunkte, das sind die Boni, das ist die Vision dahinter. Und das ist das, was du gesagt hast, nehmt sie mit auf die Reise. Ja. Dann werden auch diese inneren Zweifler ruhiger. Aber man muss ihnen eine Stimme und einen Raum geben. Das ist schön, dass du das sagst. Genau, Stimme und Raum geben. Man muss, ob das jetzt innen oder außen ist, ja, also andere Leute, die sagen, ja, das schaffst du nicht. Also das ist wichtig, die anzuhören. Das ist ganz wichtig. Und sie nicht zu erschlagen mit Argumenten. Vor allem, wenn sie einem nahestehen. Ja. Es gibt schon Menschen, wo ich sage, du, die sind so weit aus meinem Umfeld draußen, die können jetzt sagen und denken, was sie möchten. Vielleicht haben die natürlich auch einen interessanten Hinweis, dass man selber sagen kann, aha, danke für deine Meinung, so habe ich noch gar nicht gedacht. Jetzt weiß ich auch, ich werde in diese Richtung nie denken, weil es nicht mein Mindset ist. Ja, ja, aber genau. Dann kann ich sie auch wieder ziehen und gehen lassen. Ist ja auch wichtig. Wichtig ist immer, wen lässt du dich beeinflussen? Ja. Und das als kommunikativen Prozess zu verstehen, also das, also emotional durchdacht und hineingespürt, wichtig, in positiv wie negative Argumente, die man vielleicht selber findet, aber die einem auch herangetragen werden. Und dann aber auch die Kommunikation zu suchen mit all denen, die es betrifft. Ich habe zum Beispiel oft erlebt, dass gerade im Unternehmen zum Beispiel gesagt wird, ich treffe jetzt die Entscheidung dafür, dass wir morgen eine andere Software einsetzen, um miteinander zu kommunizieren. Das sind einfach Entscheidungen, die getroffen werden, ohne dass man irgendwie das Team involviert oder informiert oder mal anfragt und sagt, hey, ich hab ein Problem entdeckt, seht ihr das auch so? Ich würde das gerne lösen, indem wir dieses Tool einsetzen. Ja. Das heißt, Entscheidung heißt immer auch Akzeptanz zu schaffen. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Momentum auf dem Weg dorthin, diese Veränderung anzustoßen, die ja mit der Entscheidung einhergeht, der ich unbedingt volle Aufmerksamkeit widmen sollte, weil ich unter Umständen keine zweite Chance habe. Ja. Ja, also wenn ich was versuche zu initiieren und das geht komplett dagegen, weil es einfach abgelehnt wird, von meinem Team, von meiner Familie, von meinen Freunden, ja, dann... Ja, jemanden zu überzeugen, der abgelehnt hat, weil er sich abgelehnt fühlt, weil wir ihn nicht mit einbezogen haben in die Entscheidung, ist bedeutend schwieriger, als zu jemandem, der skeptisch ist, gleich hinzugehen. Warte mal, wir müssen mal kurz den Traktor hier vorbeilassen. Yeah! Endlich war mein Traktor in unserem Podcast. Stimmt, nachts fahren die nicht. Das gehen wir ja mal morgens. Also das ist auch noch echt eine interessante Sichtweise. Wenn vielleicht, das kennt sicher jeder von uns, wenn sich jemand übergangen fühlt, nicht gefragt fühlt, dann lehnt der mal kategorisch ab. Dann ist das ein... Oder es gibt auch diese Gegenteilsortierer, sagt man, die prinzipiell mal dagegen sind und alle Gegenargumente auf den Tisch legen. Oh ja, lass uns mal so Typen auseinanderklappen. Gegenteilsortierer, das ist auch gut. Ja, also es gibt ja, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest im Unternehmen zum Beispiel, dann gibt es ja den Bedenkenträger, ja, ja. Den
Was? Gegenteil? Der Gegenteilsortierer. Na, das ist der, der dir immer aufzeichnen wird, warum das Gegenteil die wichtigere, bedeutsamere, bessere Entscheidung ist. Mhm. Also dieser, der hat auch nur richtig gerade und gute Argumente auch, warum deine Entscheidung nicht wirklich gut ist. Und der ist prinzipiell mal dagegen. Also es gibt so Menschen, die musst du auch mit ins Boot nehmen. Ich mag jetzt das Wort überzeugen nicht so gern, aber denen ist wichtig, dass man sich widmet, weil das sind oft sehr intelligente Menschen, die aber mal, und das muss man wissen, mal dagegen sind, andere Ideen haben und einfach mitgenommen werden wollen und haben natürlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ne? Also das ist ja eh immer der Fall. Wenn du jemand, das sind oftmals vor allen Dingen auch die Leute, die sagen, ich will eigentlich nicht, dass sich was ändert. Also sie argumentieren im Gegenteil, ne, und sagen, oh, wie schön wäre das, wenn man keinen Hund hätte. Schau mal, wir könnten total gut in Urlaub fahren. Wir müssten uns überhaupt nicht einschränken. Niemand müsste morgens aufstehen. Wir könnten einfach so unsere Weltreise machen, die wir geplant hatten. Genau. So, und dann ändert sich aber dahingehend nichts. Ja, man hat irgendwie immer noch die Sehnsucht und sagt sich, wie schön wäre das, einen Hund in der Familie zu haben, wenn man darauf hören wollen würde. Aber interessant und herausfordernd finde ich ja, wie nimmst du diese Leute mit? Da geht das Mikro jetzt in meine Richtung. Soll ich jetzt die Antwort geben? Ja, ich hätte eine Idee als deinen Impuls. Also neben all diesen Typen, die wir ja alle kennen, also Gegenteilsortier, mir fiel auch sofort derjenige ein, der sagt, wenn die Idee nicht von mir ist, dann ist sie nichts wert. Das ist ein Narzisst dann. Ja, aber diese Leute abzuholen, indem man zum Beispiel die Frage stellen kann und sagen kann, okay, du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen. Könntest du dir das Projekt oder die Entscheidung vorstellen, wenn sie keinerlei Einschränkungen für dich hätte? Wenn sie ausschließlich Vorteile für dich hätte? Ja, also um mal beim Hund zu bleiben, jemand, der sagt, na, ohne Hund ist ja auch schön, dann kannst du ja sagen, okay, stell dir vor, wir würden uns dafür entscheiden und du könntest immer auf Weltreise gehen. Du hättest überhaupt keine Verpflichtung mit dem Hund. Aber wenn du Lust hast, ja, wenn es dich, wenn dir der Hund gefällt, ja, kannst du gerne mal mit Gassi gehen oder so. Aber nur wenn du willst, musst nicht. Nur wenn es dir Spaß macht, wenn es dir Freude macht. Wenn du siehst, wie der kleine Welpe da rumtobt auf der Wiese, kannst du gerne mal mitkommen oder wenn wir zusammen auf einen Spaziergang gehen. Da ist aber auch echt wichtig, dass man nicht in die Manipulation abdriftet, gell? Weil wenn man jemanden von etwas dann überzeugen will, den mitnehmen will, das kennen wir ja alle aus dem Verkauf, da sagt jemand, ich brauche eigentlich keine neue Heizung, aber dann steht der tolle Verkäufer in der Tür und schwatzt einen das mit seinen Floskeln auf, zählt die ganzen Vorteile auf, dann ist man schnell mal in dieser Manipulation. Na gut, das hat aber dann mit mir zu tun. Also ich werde manipuliert, dafür Geld auszugeben, obwohl ich es nicht will. Ja. Ja, bei jetzt diesem Hundebeispiel ist es ja so, dass ich die Verantwortung für den Hund gar nicht dieser Person gebe, sondern sage, dein Leben verändert sich eigentlich gar nicht. Ja? Nee, mir war nur wichtig, dass auch. Sondern ich trage die Verantwortung dafür. Genau, aber du, also letzten Endes müssen wir sich schon noch eins bewusst machen. Jede Entscheidung, die jeder Einzelne trägt in seinem Leben, hat eine Auswirkung. Es gibt ein schönes buddhistisches Sprichwort, der Flügelschlag eines Schmetterlings hat noch seine Wirkung am anderen Ende der Erde. Und das zeigt ja dieses Prinzip auch in der Quantenphysik, dass jetzt wird es ein bisschen philosophischer, aber dass alles miteinander verbunden ist. Und dass auch wenn ich mich jetzt entscheide, die Tomaten, die eingepackt sind, in Plastik zu kaufen, hat das auch eine Auswirkung. Und genauso der Hund. Also, weißt du, was ich sagen möchte? Ich glaube, dass alles, was wir in unserem Leben bewusst entscheiden, und zum Bewusstsein gehört dazu, dass ich mir bewusst mache, dass es immer eine Wirkung hat. Ja, das sowieso. Die Frage ist für mich nach der Verantwortung. Und die Leute, die von Haus aus dagegen sprechen, die haben halt einfach ein Verantwortungsproblem und sagen, ich will die Verantwortung nicht tragen, auch nicht für unser Unternehmen. Aber sie sind auch...
sie sind manchmal auch sehr gut im Einladen, im uns Einladen. Geh, reflektier doch nochmal, hast du dir das wirklich gut überlegt? Auch im Einladen selbst nochmal nachzudenken oder uns gut vorzubereiten. Wenn ich weiß, ich habe ein Meeting und da sitzt einer drinnen, der prinzipiell gegen alles ist, werde ich mich in einer anderen Form vorbereiten. Also im besten Fall so, dass ich ganz voller Selbstvertrauen reingehe, weil ich auf jedes Bedenken, das dieser Mensch auf den Tisch legen kann, eine für mich stimmige Antwort habe. Weißt du? Also sind die, ich möchte es nämlich nicht, ich glaube, dass das wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Das sowieso. Ja. Aber ich meine, egal ob jetzt ein bisschen narzisstisch oder so, ja. Idee ist nicht von mir oder so, oder ich rede immer dagegen, weil ich will einfach nicht, dass sich irgendwas verändert. Ja. Genau wie du sagst, das sind wichtige Menschen, einfach in der Reflexion. Und ich würde die Einladung zum Beispiel auch immer denen gegenüber aussprechen und sagen, ich weiß, du bist gegen das Projekt, aber darf ich dich kurz um deine Meinung bitten? Und mich dann darauf einzustellen, dass ich jemanden vor mir habe, der aktiv danach sucht, wo eventuelle Schwachstellen sind. Und das ist ja durchaus wertvoll für so ein Projekt. Das sind ja teilweise Ideen, auf die kommst du ja gar nicht, weil du ja in deiner Euphorie bist. Also du bist ja total on fire. Aber du musst halt auch aushalten dann, wenn du mit solchen Leuten, ohne negativ zu meinen, also wenn du diese Leute befragst oder einlädst, musst du halt stabil sein und dir klar machen, es darf dir halt das ganze Ding nicht vermiesen. Ja? Für mich ist es immer so ein Gradmesser. Ich bin nämlich so ein on fire Mensch und Entscheider. Also ich musste immer lernen in meinem Leben, mir auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, obwohl das wirklich Anstrengung ist für mich. So, und dann habe ich gelernt, dass diese Menschen mir wirklich weiterhelfen und mich herausfinden lassen, kann ich hinter dem, was ich möchte, wirklich, wirklich, wirklich stehen. Also ist das etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich will? Oder komme ich durch deren Fragen, kritische Fragen auch durchaus ins Schwanken? Das zeigt mir ja auch wieder ganz viel über den Weg, den ich einschlagen will. Lasse ich mich verunsichern zum Beispiel, weil da ein Gegenteilsortierer ist oder weil da jemand steht, der das Ganze kritisch hinterfragt. Oder kann ich das annehmen und sagen, hey, danke, da habe ich noch gar nicht dran gedacht und spüre aber in mir, in meinem Herzen, in meinem Bauch dieses Ja, ich kann noch immer voll und ganz Ja sagen. Jetzt ist die Anna gerade wach geworden und der Norman kaspert gerade mit ihr rum und die Anna lacht ein bisschen. Jetzt wird sie wahrscheinlich dann gleich wieder zum Mikro greifen wollen. Aber das ist auch super, was du gerade gesagt hast. Also die eigene Stabilität der Idee, des Projektes, der Entscheidung zu überprüfen und zu sagen, knicke ich ein, wenn einer sagt, nee, es geht nicht. Ja, oder selbst wenn einer hergeht und sagt, hey, ich habe 10 Jahre Erfahrung, es geht nicht. Und das sind so, wirklich, ich sag's, die sind zwar oft anstrengend, diese Menschen, aber sie sind so tolle Indikatoren und Gradmesser, wie geht's mir wirklich, wie kann ich dahinter stehen? Schau, das kann auch jemand sein, den man in der Gesellschaft normalerweise verteufelt. Ein Beispiel aus der Partnerschaft, jetzt geht einer in eine Bar, sie beispielsweise geht mit ihren Mädels am Abend weg, sind verheiratet, und es flirtet sich jemand an. Und der macht sich so attraktiv und blustert sich so auf, dass die Frau an einen Punkt kommt, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Eine Entscheidung, sich darauf einzulassen oder zu sagen, nein, ich bin voll und ganz committed. Wenn sie intelligent ist, wird sie dieses Beispiel nehmen und für sich reflektieren und sagen, aha, der hat mich dazu eingeladen, mir nochmal bewusst zu machen, in mich zu gehen, wie sehr kann ich Ja sagen oder habe ich schon eine Hintertür in meiner Ehe? Und wenn sie sehr intelligent ist, geht sie mit diesem Beispiel nach Hause und sagt, Schatz, mir ist was passiert und ich habe gemerkt, ich konnte nicht 100% Nein sagen. Ja. Es war ein leichter Gedanke in mir, dass es nicht wäre. Wollen wir uns das Thema gemeinsam anschauen? Wo fehlt mir uns in der Ehe gemeinsame Zeit? Was hatte dieser jemand, was mich so, wo er mich bezirzen konnte? Weil das ist ja nur ein Indikator davor, was dir fehlt. Mhm. Und das kannst du auf alle Beispiele umlegen, wann immer dich jemand einlädt,
deine Sicht, dein Lebenskonzept, deine Entscheidungen zu hinterfragen, dann ist das ein unfassbares Geschenk. Du musst nur wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Also diese Einladung des Mannes kam ja nicht und hat geheißen, geh mit mir nach Hause und verbring mit mir die Nacht, sondern das war eine Einladung, ich mache dir jetzt das Geschenk, deine Ehe zu vertiefen, nochmal all in zu gehen, ja, zu überprüfen. Und das sind diese Gegenteil, Sortierer, Narzissen, wie auch immer. Das ist deren eigentliche Auf. Nur wir lassen uns so leicht verführen, weißt du? Menschen sind ja wirklich sehr manipulierbar und lassen sich leicht wieder auf einen anderen Weg hin verführen. Und deshalb ist es extrem wichtig, wenn ich mich entscheide, dann muss diese Entscheidung so ein klares Ja haben, dass ich sie in Stein meißeln kann. Da können Gezeiten kommen, Stürme kommen, Hagel, Blitz, Donner, Wurscht. Das ist entschieden. Wenn ich es in Sand schreibe, kann mich ein Windstoß sofort wieder umwehen. Ja. Und ich komme ins Schwanken. Das ist total schön. Also das würde ich... Für mich ist so diese Frage, die ich mir stelle, kann ich hierzu bedingungslos Ja sagen? Ja. Zur Partnerin, zum Partner, genau, zu dem Projekt, zu meinem Business, zu meinem Leben, zu meinem Lifestyle, kann ich bedingungslos Ja sagen. Genau, finde ich sehr cool. Und nicht nur wenn es positiv läuft, sondern in allen Zeiten. Ja. Okay, machen wir zu. Jetzt sind wir schon fast fertig. Anna, möchtest du noch was sagen? Anni, magst du noch was sagen? Sie hat kurz reingeatmet ins Mikro. Also, bisschen kürzer. Ciao, ciao.